Das sieht so scheiße aus, ne? Ich kann es mir schon vorstellen, dass das echt blöd aussieht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir starten direkt mit einem schönen Fahrzeug, und zwar diesen Audi R8 Cabrio V10. V10 muss ich sagen, weil schöne Motorisierung, ne? So, dieses Auto steht hier, bekommt natürlich eine Folierung, diesmal aber nur im vorderen Bereich. Dieses Video enthält nämlich noch eine weitere Folierung mit einer Steinschlagschutzfolie, ein bisschen umfangreicher, und zwar einen sehr, sehr schönen Audi TT RS. Komplettfolierung in Steinschlagschutz. Was übrigens eine sehr, sehr schöne Farbe hat, muss ich sagen. Das werde ich wahrscheinlich gleich nochmal sagen, aber es ist einfach, weil ich die Farbe schön finde. So, jetzt starten wir aber erstmal mit dem Audi A8. Das heißt, die Motorhaube, Kofferraumhaube in dem Sinne, weil er den Motor im Heckbereich hat, die Stoßstange und die winzig kleinen Kotflügel an den Seiten werden foliert. Dafür werden diese Embleme und das Emblem hier vorne entfernt, anschließend wieder drauf gemacht. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt zuschauen, während wir anfangen oder ich anfange, das zu bekleben. Deswegen viel Spaß beim Zuschauen. Der Audi R8 ist fertig foliert, zumindest die Front, und viel zeigen können wir euch dazu nicht. Man sieht ja keinen Unterschied. Das Einzige, was wir euch mal zeigen wollen würden, ist einmal, hier ist Folie drauf, hier nicht. Vielleicht erkennt man so ein bisschen mehr Tiefe an dem folierten Bauteil, was hier allerdings aufgrund des Farbtons ein bisschen schwieriger ist. Brauchen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Auto geht raus, kleiner Porn geht ab, und dann sehen wir uns am nächsten Fahrzeug wieder. Hello, fly chick coming through. Nice to meet you, glad you came too. Like you stand when you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need your loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. I ain't been in love like this somewhat lately. Step into the room like a crown on top. Confident gripping, you will never stop. Everywhere I go, got a bow when I'm the queen. Ein weiteres Fahrzeug haben wir hier stehen, und zwar ein etwas selteneres Fahrzeug. RS4 Cabrio Audi. RS4 Cabrio. Schönes Auto, selten, also selten zu sehen. Ja, gibt es vielleicht, also ist jetzt kein Oldtimer oder sonst was, aber dennoch selten, weil als Cabrio so ein RS4 in der Baureihe B7, ja? B7, ja. War oder ist ja nicht ganz so häufig, ja, wie der Kombi. Gab ja auch die Limousine, ne? So, dieses Auto steht hier, weil es natürlich foliert wird. Farbe etwas ungewöhnlich, ein sehr schönes, das nennt sich Tannengrün Metallic und ist eine Folie. Nennt sich das Tannengrün? Krass, das ist Avery. Warte, ich schau mal, weil draußen sah das so aus, als ob es eine Folie von Oracal ist. Und ich gucke gerade, ob wir das noch haben. Nein, ich gucke mal am Fächer. Jetzt muss ich wissen, welche Folie drauf ist. Also, das ist jetzt eine komische Ansage, weil das passt eigentlich gar nicht dazwischen. Ich will jetzt auch für mich wissen, welche Folie drauf ist. Einmal ganz kurz, der Wagen ist foliert, wurde vorher aber nicht bei uns foliert, sondern woanders. Muss ich sagen, ist mal eine gute Folierung. Ja, sieht man ja selten, dass eine Folierung echt sauber und gut verarbeitet ist. Ich habe ganz grob einmal kurz drüber geguckt. Weil wir reißen die Folie natürlich runter. Sehr sauber verarbeitet, sehr gut. So, ich habe gedacht, solange er draußen stand, habe ich gedacht, dass das Tannengrün Metallic von diesem Hersteller ist. Ich sehe aber in der Kleberstruktur von hier, dass es wahrscheinlich von Avery ist. Deswegen weiß ich, dass dieser Grünton nicht passen wird. Und das hast du jetzt an der Klebestruktur gesehen? An der Oberfläche der Struktur. Das ist halt crazy. Aber erst muss ich bestätigen, dass das nicht... Guck mal. Also ich zeige jetzt Tannengrün Metallic. Ja, das ist so die, das ist eine Farbe, die kennt man. Habe ich auch schon ein, zwei Mal verklebt auf Fahrzeuge. Sehe ich, gucke ich da drauf, denke ich mir, dann ist die Farbe. Und wenn ich so gucke, würde ich, na, das ist nämlich heller. So, wir lassen die trotzdem offen, weil das lustig ist. Dass du auch die Folie anhand des Geruchs erkennen kannst. Das auch, ja. Das können wir gleich sogar bestätigen. Ja, okay, nee, jetzt weiß ich ja. So, dieser Hersteller müsste, boah, das könnte aber auch 3M sein, warte, ich muss gucken, ob die hier überhaupt einen Metallic-Farbton in Grün haben, weil wenn nicht, dann kann es nur noch 3M sein. Wisst ihr, die haben noch nicht mal so ein dunkles Metallic-Grün. So, ich wollte schon sagen, jetzt komme ich in Schwungitäten. Ne, das ist zu hell. Nachher ist das so Innosetech oder so mit drin. Weißt du, was jetzt echt lustig ist?
dass ich mir so gut wie sicher war, dass es Avery ist oder war. Okay, dann müssen wir rüber zum Geruchstest. Also da muss er jetzt ein Stück lösen. Es ist tatsächlich kein Avery. So, es könnte natürlich... Das ist zu hell. Das ist nicht der Farbton. Ist auch anders pigmentiert. Das ist kein Oracle. Ich sehe an dem Kleber, dass es keine Folie von dem Hersteller ist. So, da das Auto ja sowieso entfoliert werden muss, reiße ich mir jetzt so ein kleines Stück ab. Guck mir einmal die Benetzung auf der Rückseite an, ja, also die Luftkanäle, den Kleber. Die sind nämlich auch unterschiedlich. Vielleicht muss ich dann noch einen Geruchstest, Geruchsgeschmack testen. Das war eine lange Ansage von einem Auto, ne? Schon, ja. Ja, wir sind ja gerne spontan. Wer keine Lust hat, da mitzumachen, skippt einfach weiter. Oh, okay. Also es ist schon mal ein weißer Kleber. Das heißt, jetzt habe ich eine sehr starke Vermutung. China-Folie. Nee, das nicht. Entweder ist es tatsächlich ein Hersteller, den es nicht mehr gibt. Das sieht so scheiße aus, ne? Ich kann es mir schon vorstellen, dass das echt blöd aussieht. Nee. Weißt du, was krass ist? Ha. Das ist echt. Ich muss das einmal unterm Licht. Das ist Avery. Aber die Farbe gibt es nicht mehr. So, wir holen den zweiten Profi mal dazu, ja? Er hat jetzt nicht mitbekommen, was hier geschieht. Mal gucken, was er foliert nochmal 2 oder 3 oder 4 Jahre länger. 3 Jahre ungefähr länger als ich. Hat mindestens genauso viel Erfahrung. Ich habe mindestens genauso viel Erfahrung wie er. Franchek, kleiner Test. Ist kein Oracle? Hast du auch gedacht, Oracle, ja, ne? So, Oracle kommt schon sehr nah, ne? Aber ist zu hell. Nicht nur das, guck mal, wenn du guckst. Dunkle Pigmente, ja. So, guck mal den Kleber. Was würdest du sagen, welche Folie ist das vom Kleber her? So mehr Avery Luftkanal sieht man, ne? So, Avery Luftkanal. Das war nämlich das, was ich vermutet hatte. So, jetzt habe ich ein Stück abgezogen, weil Avery hat gar nicht so ein dunkelgrün. So ein grün Metallic. Weiße Kleber. So, dann haben wir weißen Kleber. Aber wie, ne? Weiß. Und? Guck mal. Ich habe auch. Also so, Avery riechst du sofort. Und guck dir mal die Schnur. Also, das ist ganz komisch. Entweder gibt es die Folie nicht mehr. Ja, für Gefühle so wie Avery. Ist wie Avery. Also es ist eigentlich, das ist Avery. Auch vom, wie weich der ist. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, glaube ich zwar nicht, Alon oder so sein könnte, aber schwierig. Aber wenn du ganz in die Kleberstruktur guckst, ne? Das ist Avery. Sag, was du willst, das ist Avery. Ich hole mal einen alten Fächer von Avery, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass es eine Avery-Folie ist. Also. Enttäuschend, was mir heute Nacht auch keine Ruhe lässt, aber wir haben nicht gefunden, welche Farbe das ist. Wie gesagt, angelehnt hier dran ist es aber nicht. Sieht man auch anhand der Kleberstruktur und der Hersteller Oracle hat niemals einen weißen Kleber. Ich habe eine sehr starke Vermutung, weil ich immer noch fest davon überzeugt ist, dass es eine Folie aus dem Hause Avery ist. Und es gibt auch so Sachen, die wir auch machen, Color Match, das heißt Einzelserien. Ich kann ja zum Beispiel zeigen, zuletzt hatten wir hier die Farbe, das ist das Taktik Grün, da können wir ein Bild einblenden. Das ist zum Beispiel ein Color Match, was ein anderer Folienbetrieb hergestellt hat. Man kann es eigentlich nur dort erwerben. Wir haben es zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir es praktisch auch bewerben. Egal, darum geht es nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch sowas ist. Ja? Ein Color Match, eine eigene Serie. Hatten wir auch mit 2, 3 Farben. 2 Farben, glaube ich. Damals das Sand zum Beispiel. Egal, liegt ja schon ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz gehen die Arbeiten jetzt weiter. Das heißt, das Auto wird entfoliert, wird dann vorbereitet zum Folieren und dann angefangen zu folieren. Damit starten wir jetzt, deswegen dürft ihr zuschauen in 3, 2, 1, go! Audi RS4 B7 Cabrio ist fertig foliert und sieht so aus. So, andeuten wollten wir das Imola Gelb. Leider nicht möglich vom Farbton her, so 1:1. Es wäre ein bisschen trüber, nenne ich das mal. Nicht so intensiv wie das. Ist aber fürs erste Auge, wenn man drauf guckt, erkennt man, glaube ich, dass es das RS4 Gelb sein soll. Ja, wir können mal ein Bild einblenden.
Ja, und an sich können wir eigentlich nur dazu sagen, dass wir alles in Gelb gemacht haben. Und zusätzlich, wer darauf geachtet hat, das war alles in diesem hellen Silber, so ein Silbermatt. Das Ganze haben wir jetzt so ein bisschen refreshed und auf das Graumatt gebracht, weil bei den Nachfolgemodellen von solchen Fahrzeugen, also nicht nur der Audi RS4 oder RS4 gab es ja nicht mehr als Cabrio danach, aber die nachfolgenden Modelle, zum Beispiel der A5 etc., haben die Audi-Modelle beispielsweise Diffusor, Lippenleisten und so in so einem schönen Graumatt. Das Ganze haben wir auch gemacht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Draußen sieht das besser aus, deswegen geht das Auto raus, ihr gleich mit und porn. Geht ab. Ein weiteres Fahrzeug haben wir stehen für eine Vollfolierung Steinschlagschutz -PPF Paint Protection Film. So, dieser schöne Audi TTRS, schöne Farbe. Muss ich echt sagen, schöne Farbe. Sehe ich zum ersten Mal live. Nennt sich, glaube ich, Oak Grün 2. Gibt ja ein Oak Grün, das ist das neue Oak Grün. So, Farbe ist ja schön, Farbe wird natürlich bleiben. Auto hat ein paar Schwierigkeiten und welche Schwierigkeiten das noch hat, weil es zusammenhängt mit einer Art und Weise von der Folierung, kommen wir später zu sprechen. Das Auto wird komplett geschützt, das heißt die Lackflächen, alles was schwarz glänzend ist, bekommt eine Folie. So, würde ich sagen, starten wir erstmal damit. Dabei könnt ihr zuschauen, genau jetzt. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot on my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Aiming for greatness, no settling. Kick down the doors, they won't let me in. Taking no L's, yeah, I got. Der Audi TTRS ist fertig foliert und sieht genauso aus wie vorher, was ja logisch ist. Eine sehr schöne Farbe, ein bisschen mehr Tiefe rausgeholt durch die Folie. Warum? Weil nochmal eine richtig dicke Klarlackschicht mit dran ist. So, jetzt gehen wir ganz kurz auf die Folierung drauf ein. Warum ich das in der Hand habe, ist, damit ich euch gleich so ein paar Sachen zeigen kann. Also bei dieser Folierung, die komplette Folierung, also die komplette Karosserie wurde ja foliert in Steinschlagschutz. So, jetzt hatte dieser Kunde den Wunsch, dass wir so wenig wie möglich abbauen. Und gewisse Sachen, die man nicht unbedingt abbauen muss, nicht abbaut. Wie zum Beispiel den Spiegel. In normalen Fällen bauen wir das immer ab. Der Kunde hat aber gewünscht, nein, möchte ich nicht unbedingt. Bei gewissen Sachen müssen wir aber sagen, ist es nicht anders möglich. Zum Beispiel der Heckspoiler. So, den Heckspoiler haben wir hier oberhalb. Auch das untere Stück des Heckspoilers haben wir foliert. Und zum Beispiel die Rückleuchten waren auch demontiert, weil du sonst hier keine vernünftige Folierung hinkriegst. Und damit wir überhaupt eine Folierung hinkriegen, mussten die Teile ab. Unter anderem auch die Türgriffe. Weil bei Türgriffen schneidet man nicht drumherum. Ein Türgriff zu demontieren ist aber auch kein Hexe mehr. Bei dem Spiegel allerdings sieht es ein bisschen anders aus. Die Türverkleidung muss ab. Da ist ein Kabel, das ungefähr so lang ist. Das geht dann überall durch, hin und her. Haben wir dran gelassen. So, dementsprechend ist die Folierung natürlich nicht in der Qualität, kann ich sagen. In der Qualität, die wir normalerweise ausliefern. Aber ich kann euch einmal zeigen, wo dann die Stellen sind. Hier zum Beispiel. So, ich fahre da einfach mal lang. Das ist hier die Kante. Die geht dann einmal rund um den Spiegel rum und natürlich, wenn man ja das Folienstück hier drüber macht, müssen wir ja hier irgendwo einen Schnitt haben. Dieser Schnitt befindet sich hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sicherlich. Ja, ganz klar. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir ein bisschen mehr Licht. So, sonst an sich ist natürlich alles in einem Stück foliert. Hier unten das schwarz glänzend ist natürlich separat foliert. Die Front, die hat es in sich, denn so die Fläche, das geht alles, aber auch noch mal ganz viel schwarz. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel auch das gehabt, diese Flaps. Die lassen sich natürlich nicht demontieren, wenn nicht die ganze Stoßstange ab ist. Deswegen mussten wir, das muss ich euch jetzt zeigen, die Stoßstange folieren. So, und dann separat noch mal, ich fahre genau da lang, wo die Folie praktisch auf Stoß ist. Einmal hier an dieser Konturlinie, hier, und dann geht das hier rum. Zack. Das heißt, die hier ist ein Stück, was separat foliert ist, und die Flaps sind auch nochmal an den Flächen, wo Steinschläge passieren können, nochmal foliert. So,
sonst haben wir, glaube ich, nichts Großartiges, was wir zeigen können, was schwierig ist auch so ein bisschen. Das können wir hier zeigen. Das ist ja schon bei den normalen Folierungen teilweise problematisch. Hier drinnen. Ja, weil es so sehr scharfkantig reingeht, kann sich dort Luft bilden. Aber mit der richtigen Verlegetechnik kann man das Ganze natürlich umgehen. So, jetzt haben wir das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist hier, wo wir das Logo noch drauf machen. Also das kommt gleich weg. Das ist eine Schablone, das zeige ich euch auf dem Heck nochmal. Wir haben ja nämlich die originalen Embleme, Front, Heck und TTRS. Die mussten wir demontieren. So, dann haben wir uns Schablonen gemacht. Die macht man, es gibt mehrere Arten von Schablonen. Hier haben wir zum Beispiel eine Schablone, wo wir uns den Mittelpunkt und alles Mögliche einfach markieren, wieder drauf machen. So, warum zum Beispiel, oder einige fragen ja, ja, aber die Audi-Embleme. So, guck mal, die kleben wir nochmal an. Ja, wir haben so einen OEM-Kleber, also so einen Kleber, der von vielen Herstellern auch als, vom Werk aus benutzt wird. Den kleben wir wieder drauf, dann kommt das Ganze drauf und sieht wieder gut aus. So, während ich das klebe, leiten wir praktisch ein in den Porn. Den könnt ihr da jetzt zuschauen und dann genießt den Capo. So, danke fürs Zuschauen für diese Woche. Nächste Woche wird es abgefahren, denn da kommt etwas sehr Abartiges. Bleibt gespannt. Wir sehen uns nächste Woche. Schönes Wochenende. Peace out.